Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Season 4 steht vor der Tür und ich habe mir selber die Frage gestellt, wie komme ich am allerschnellsten an die neuen 12 Unix, vor allen Dingen die Unix, die ich haben will. Zum Beispiel der Ring gerade von dem Druiden, den ich ja brauche für mein Bild. Checkt auf jeden Fall mal das Video ab von vorgestern, der Earthbreaker. Den Ring brauche ich natürlich so schnell wie möglich, um den maximalen Schaden mit meinem Landslide rauszuholen. Und den Ring kriege ich schon in Weltstufe 3 bei Gregor. Und da sind wir auch schon gerade direkt bei dem Thema Gregor und die Endbosse, weil alle 12 neuen Uniques, abgesehen natürlich von den Uber-Unique von Tyrael's Macht, fallen bei Lord Seer und bei Gregor. Und wie wir ja wissen, lebender Stahl, den braucht man, um Gregor herauszufordern. Den bekommt man dann in der Höllenflut. Und exquisites Blut hat man eigentlich bislang meistens von Endbossen, Weltbossen und von der Legion bekommen. Aber mit der neuen Season wird es auch richtig viel exquisites Blut aus anderen Quellen geben. Unter anderem auch aus der Höllenflut, weil in der Höllenflut vampirische Gegner rumlaufen, die immer zwei exquisites Blut fallen lassen. Ganz große Sache direkt am Anfang des Videos, damit es jeder hört, bevor ihr abschaltet. Ich weiß noch nicht, wie es in Weltstufe 1 und 2 sein wird, wo es ja jetzt auch die Höllenflut gibt. Ich meine mich zu erinnern, im PTA, als ich Höllenflut auf Weltstufe 1 gespielt habe, gab es keine lebende Stahltruhe. Ich meine aber, dass ich explizites Blut gefunden habe. Da bin ich mir aktuell komplett unsicher. Ich habe versucht, ein bisschen zu googeln, um da was zu finden. Aber aktuell glaube ich, dass wir in Weltstufe 1 und 2 keine Möglichkeit haben, lebenden Stahl zu bekommen, aber exquisites Blut alleine schon wegen Weltbossen, die geben ja sowieso exquisites Blut. Aber Lord Seer herausfordern geht dann sowieso erst auf Weltstufe 4. Also, das ist noch ein bisschen spannend, wo man wie welche Bossmaterialien bekommt. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es soweit ist. Aber was wichtig ist, ist natürlich Gregor, lebender Stahl und dann auf Weltstufe 3, um so schnell wie möglich die neuen Uniques zu bekommen, die von Gregor fallen gelassen werden. Ich hatte da schon mal ein Video zu gemacht, zu allen 12 Uniques. Checkt das auf jeden Fall nochmal ab, wenn ihr wissen wollt, welche einzigartigen Gegenstände ins Spiel kommen und wo die fallen gelassen werden. Aber in meinem Fall jetzt hier, dieser Earthbreaker, der wird von Gregor fallen gelassen und den kann man schon auf Weltstufe 3 bekommen. Wichtig ist natürlich, alle Eternal-Spieler unter euch, die auch in Season 4 reingehen werden mit dem Eternal-Character, ihr könnt natürlich jetzt sofort oder schon die ganze Zeit über extrem viel exquisites Blut farmen, um dann für Season 4 komplett gewappnet zu sein und könnt dann direkt Gregor herausfordern. Für euch ist das Ganze nicht so spannend, aber gerade für alle neuen Spieler oder Spieler wie mich, die in die Season 4 reinstarten, ist natürlich wichtig zu wissen, ey, wie komme ich am allerschnellsten an diese neuen Unique-Items, an die einzigartigen Gegenstände, um dann mein Bild zu bauen. Es gibt da nämlich noch eine wichtige Sache zu beachten. Erstens bekommen wir die Möglichkeit, Level 200er Bosse herauszufordern in Season 4. Bedeutet, man könnte überlegen, ey, warte ich, bis ich Level 100 bin und sammel all meinen lebenden Stahl für Gregor auf Level 200. Oder gehe ich schon auf Weltstufe 3 hier hin und zahle zwei lebenden Stahl und habe dann eine Chance, mein Unique schon vorher auf Weltstufe 3 zu bekommen. Zur Erinnerung wurde ein bisschen abgeändert vom PTA. Die Kosten, um einen Level 200er Boss herauszufordern, sind jetzt nur noch dreimal so hoch. Bedeutet auf Weltstufe 4 15 lebenden Stahl für einmal Gregor Level 200. Dafür gibt es aber auch fünfmal mehr Belohnungen, gerade auch die vielen geboosteten Items, die Shinies, wie ich sie so gerne nenne, fallen da extrem oft. Das müsst ihr für euch ein bisschen selber entscheiden. Ich würde durchaus sagen, dass es sich lohnt, zwei lebende Stahl hier in Weltstufe 3 auszugeben, auch wenn man Weltstufe 3 eher so als Durchlauf sehen kann, wo man in ein paar Stunden wieder weg ist, weil man dann wieder in Weltstufe 4 ist. Aber ich würde schon das ein oder andere Mal versuchen, bei Gregor auf Weltstufe 3 mit lebenden Stahl das Unique-Item zu holen, was ihr brauchen würdet von den neuen Unique-Items. Natürlich, ich sage die ganze Zeit nur die neuen Unique-Items, aber natürlich die alten Unique-Items, das ganze Leather, die ganzen Drops, die haben sich natürlich nicht geändert. Also Gregor lässt immer noch die einzigartigen Gegenstände fallen, wie vor Season 4 auch. Heißt, wenn ihr da in Weltstufe 3 rein wollt, dann geht das natürlich auch.
Ich gehe stark davon aus, dass wir keinen lebenden Stahl in welchem Vereins und 2 farmen können, aber ich werde trotzdem meine komplette Zeit, glaube ich, in der Höllenflut verbringen. Weltbosse, Höllenflut, das sind so die beiden Dinger, die ich, die glaube ich, Dienstagabend und Mittwochmorgen komplett nur durchziehen werde, bis ich auf Weltstufe 4 bin und mich erst danach dann hier um Endbosse und Gregor kümmern. Schreibt mal gerne eure Vorgehensweise in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für mich. Was werdet ihr als allererstes machen in Season 4? Wie geht ihr vor? Habt ihr euch schon ein Bild rausgesucht, den ihr vielleicht nachbauen wollt und dafür das ein oder andere Unique Item holen wollt? Die Frage ist auch für die Zukunft, werden wir weiterhin bei Duriel über Unix farmen oder wird es vielleicht eine Abwandlung zu Andariel geben? Da gibt es ja das Problem, dass das Eisbeast sehr, sehr lange braucht. Also erstmal braucht man sehr viel destillierte Furcht. Ich meine, es waren 9. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 9 waren. Und aber in den Nightmare Dungeon gibt es immer nur 1 und ab einer bestimmten Stufe dann 2, 3 und mehr. Bedeutet, gerade für den Anfang ist Icebeast sehr schwierig. Und Icebeast, da muss man ja erst einen kompletten Dungeon durchlaufen, bis man dann zum Boss kommt. Der Boss dauert auch nochmal lange, wenn man den nicht one-shotten kann. Also gerade was die reine Kosten-Nutzen Variante angeht, ist das Icebeast, glaube ich, nicht so gut und damit Andariel auch nicht so gut. Aber das werden wir dann sehen, wie es in der Season ist. Kann natürlich auch sein, dass wir viele Sandpuppen sind es, glaube ich, für Andariel so fallen gelassen bekommen in der Welt. Das wird abzuwarten sein. Sicher ist schon, dass wir viele, viele neue Drops bekommen. Alleine Goblins geben jetzt Bossmaterialien. Ich meine, auch der Henker gibt jetzt Bossmaterialien. Grausige Gaben können verschiedene Bossmaterialien geben. In der Höllenflut gibt es viele verschiedene Bossmaterialien. Also da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Wenn ihr nichts zu Season 4 verpassen wollt, würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow auf dem Kanal freuen. Ist komplett kostenlos. Wer das noch nicht gemacht hat, gerne machen. Würde ich mich sehr freuen. Und einem Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.